Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Zombie TV. Es geht weiter mit Gates of Hell in der dänischen Kampagne. Es soll weitergehen an der Ostfront. Ich weiß gar nicht mehr, was haben wir zuletzt gemacht? Ich glaube, wir hatten angegriffen und hatten, ja genau, wir hatten einen fünften Squad geholt. Das heißt, wir haben jetzt die Forschung theoretisch jetzt eigentlich nur noch auf den Tiger zu gehen. Den wollen wir ja sowieso generell sehen. Das heißt, wir brauchen noch 8 Forschungspunkte, dann haben wir den Safe drin. Wird das aber mit Sicherheit in 2 Kampagnen spätestens gelingen, gehe ich mal von aus. Wir haben jetzt hier Bonus auf Munition, also nicht auf Forschung. Das wird, denke ich mal, trotzdem klappen. Nur 3 Punkte werden wir kriegen, wir noch 5. Dann sollten wir das drin haben. So, ja, alles. Ich habe alles fertig schon, tatsächlich. B-34-85 haben wir mit, 2 KV-1, eine E-Variante, Panzerkampfwagen 4 Ausführung H, 3 Stück direkt in der Zahl mit reingenommen. Die werden jetzt erstmal so unser Rückgrat bilden, dadurch, dass wir nichts Höheres haben. Außer vielleicht als Beutepanzer. 8-8er Flak, Brandenburger, Artillerie, noch eine 8-8er Flak, nochmal Brandenburger. Panzerabwehr, Minenleger. Panzerabwehr, Minenleger. Die Panzerminen, Panzerabwehrminen, ja, wie auch immer. 8-8er Pack wurde zwar in der ersten Einsatz direkt zerschossen, aber ich glaube, wir konnten die reparieren, weil die hat Level 3. Das heißt, die sind ein bisschen fixer beim Laden. Der T-60, immer, also einer meiner Lieblingspanzer einfach irgendwie, ich weiß auch nicht warum, habe ich sehr gerne. Also ich weiß gar nicht, ob der vielleicht nochmal irgendwie kommt, so als mittlerer Panzer, so vielleicht noch besser gepanzert, wäre cool. Ja, ein Offizier. Opel Blitzverteidigung, Versorgung. Das war's. Achso, hier wollte ich noch eine Artillerie mitnehmen. Kann uns vielleicht nochmal den Arsch retten, mal gucken, was passiert. So, gefrorenes Hochland. Das sieht gut aus, schöne Karte. Dann rein ins Game. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an alle Leute, die reingefolgt haben auf dem Kanal, beziehungsweise abonniert haben. Denkt dran, wenn das Video hier hochgeladen ist, Zeitpunkt ist jetzt Samstag. Das heißt, wir haben das hier Sonntag hochgeladen. Sonntagabend sind wir im Livestream mit dem 60. Schaut im Community-Bereich, da stehen immer die ganzen Infos drin. Generell steht da immer alles drin, so wenn ich mich auf Twitch live bewege und so weiter. Würde ich mich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Der Eisenhower sagt, ich hasse Krieg wie nur ein Soldat. Wie nur ein Soldat? Ich hasse Krieg wie nur ein Soldat, ja. Der je gelebt hat, ihn hassen kann, schon allein, weil ich seine Brutalität, seine Sinnlichkeit, seine Dummheit gesehen habe. Der Eisenhower ist bekannt. Oh Gott. Vielleicht doch nicht so gut, das zu trinken hier zu nehmen. Naja. Er denkt dran, Alkohol mal Bier holen. Da gucken wir mal kurz auf die Ausrichtung. Wo gucken die Soldaten so hin? Alle da unten. Ne, die gucken irgendwie kreuz und quer. Aber Einstiegspunkt ist hier, das heißt, sie werden hier so oben kommen, okay. Jawohl. Laufen. Ja, auch. Ja. Wir werden uns auf den Punkt A hier begeben, würde ich sagen. Dann können wir Punkt E sowieso noch überblicken. Und der andere liegt weiter hinten. Das sieht ganz gut aus. So, einmal anhängen bitte. Offizier loslaufen. Und T60 bewegt dich. Ich glaube, ich hole die dicken Panzer als nächstes dann rein. Ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Dann haben wir auch noch mal Feldingenieure. Können wir ein paar Gräben schon mal buddeln. Panzer. Ja, alles bewegt sich. Volle Fahrt!
Ja, wir hatten ja auch im letzten Game schon ein bisschen über Company of Heroes so ein bisschen gezockt. Da hat ja schon der John geschrieben, das ist ein bisschen arcade-lastiges. Ja, finde ich auch. Tatsächlich. Ich bin auch damit. Oh, hier ist eine Kuppe. Ich glaube, hier müssen wir hier oben drauf. Ich bin noch nicht so ganz warm mit Company of Heroes. Ich muss mal gucken. Vielleicht hier hin? Ich weiß nicht. 8-8 hier stehen. Das sehen wir alles sehr, sehr, sehr spät. Lieber ein bisschen weiter hinten parken. Wir teilen die Minen mal ein bisschen schräg. Hier einfach auch einfach so längs. Vielleicht fällt da was rein. Mal gucken. Wie wir da so Glück haben. Wann geht's endlich los? Jawohl. Ja. So, Panzerloch. Fährt jetzt das los? Schon passen. Wird schon passen. Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter in den Hintergrund. So. Wie lauten die Befehle? Bis dahin. Ihr könnt auch schon mal losrennen. So. Hast du noch Minen? Du noch Minen? Nein. Rückzug. Wir können noch ein bisschen was legen. Plug machen wir ein bisschen weiter hier hinten hin. Das ist der 1E. Ja. Den vergraben wir da drin. Den behalte ich mir ein bisschen so vor. Nicht sicher, ob von hier was kommen kann. Hier, ihr könnt ins Wachhäuschen gehen hier. Sollte ganz cool sein. So, machen wir noch einen zweiten Aushub. Geben wir noch Feld für den hier. Genau. Mal losfahren hier.
Ja! Befehle? Wann geht's endlich los? Wann geht's los? Jawohl! Hey. Befehle? Ihr dürft euch zurückziehen als Reserve. Ja? Und ihr geht gleich da rein. Oh Gott, die kommen ja aus einer ganz anderen Richtung. Was? Stopp, 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 stopp. Lenkt er nicht? Kommt er? Da kommt eine Katjuscha, ich glaub's ja nicht. Oh oh. Komm, drin, 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 drin. Was ist denn hier los? Warum funktioniert das Dreh nicht? Down? Weiter feuern! Gebe mich in Deckung! Ne, warte mal. Nein! Ach, ich wollte die doch haben. Ach, du dämlicher Panzer. Oh, reparieren wir direkt mal. Da rein, bitte. Okay, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen ausrichten. Mal eben die Artillerie ran. Du holst dir mal eben die Flak ab hier. Boah, was ist denn hier los mit der Steuerung heute? Das wäre zum Kotzen. B70. Komm noch mal weg hier. Panzer einsatzbereit. Ist natürlich krass, ne? Dass genau da. Oh. Hat's einen Panzer erwischt. Erstmal die Artillerie nach vorne. Nutzt den kleinen Panzer als Schutzschild. Ja, auch was aus. Oh, schöner Treffer. Ja, auf den schießen. Schießt auch. Beide schießen. Krass. Flak und Panzerabwehrkanone schießen. Nein. Schnell jetzt!
Okay, einer mal ganz zerlegt, da ist noch einer reparabel. Aber das ist nicht der hier, glaube ich. Der ist auch am Fackeln. Was da noch? T-85. So, dann werden wir... In den Wäldern bringt die gar nichts. Sehr scheiß Position hier. Sehr scheiße Kackposition einfach. Hol ich mir die nach hier vorne ran. Mit 22er Artillerie. Schießt aber darüber. Ah, das läuft doch ganz gut. Oh, zwei Panzer in vorne. Panzer einsatzbereit. Begebt euch in Schussposition. Ergeben. Sucht euch Deckung. Unten bleiben. Hochgefahren. Oh, Treffer. Nehme das Ziel ins Visier. Noch einer, den können wir mal auseinanderbauen hier. So, und den Panzerverband nach vorne. Erstmal hier rüber. Hier auf. Jawohl, wir befinden uns immer noch in einer guten Position, würde ich sagen. Nicht so verkehrt aus. Ja, schön. Jetzt schicken sie aber ordentlich mal was rein hier. Panzer. V1. Da oben kommt noch ordentlich was. Oh, was haben wir getroffen? Moment, stopp. Ich glaube, da kommt noch Artillerie. Achtung,
soll jetzt und das gibt's auch gleich noch hin. Ich hab gerade noch irgendwo was gesehen. So gut. Knallt. Mega. Heute aber echt anders. Anders gut. Warum steht der eigentlich nur doof rum hier? Hat der die Kette kaputt? Okay. Wo ist meine Artillerie? Ah, die ist nicht in Reichweite. Wo kommt der denn her? Mich hat's erwischt! Vorne waren auf jeden Fall noch ein paar Geschütze. Gucken, was da noch so steht.
ganz wichtig, ich will die Kartusche haben. Die Kati. Die wilde Kati, Junge. Nachladen. Der denn nicht hier? Kamera? So, der Tumult ist vorbei hier. So. Och ne, jetzt sag nicht, die ist kaputt jetzt. Ey, die gingen doch vorhin noch zum Reparieren. Ach, wie doof. Die sind alle kaputt hier. Feindlicher Panzer! 122er, 152er, dann nehmen wir die hier. Alles mit zum Verkaufen. Ach, ärgerlich. Die Karte hätte ich so gerne gehabt. Ja, ein bisschen Beute bleibt jetzt ja. Schuss. Hier stand aber irgendwo noch ein Geschütz, glaube ich. Irgendwo stand noch eins. Den nehmen wir auf jeden Fall. Und jetzt auch nochmal voll ein zerlegt. Ja, Flammenpanzer. Okay, ist jetzt nichts Besonderes mehr übrig tatsächlich. Ich glaub's ja nicht. Die bringen hier noch ein Flugzeug hin?
und das Zeug abgestürzt. Alter, da ist sogar der Pilot ausgestiegen. Was? Habt ihr das gesehen? Der ist der Pilot rausgefallen da. Krasser Scheiß. Jetzt habe ich da aber leider was. Wir sind einsatzbereit. Irgendwo da drüben ist das Geschütz. Aber wie krass war das denn? Geschütz ist Geschichte. So, dann wollen wir ja, Reste einsammeln. Hier, Ostlinge hier rüber. Hier ist doch noch Panzercrew, die kann auch schon mal darüber. So, Feldingenieure da. Oh Mann, habe ich Hunger. Die sind bei dem Beschlag. Die soll auch besser zum Reparieren eigentlich geeignet. Lass mal nach vorne an die Front. Ja, da habe ich. Das ist egal. Munitions-LKW haben wir verloren. Mein Gott. Steht da noch? Ein Geschütz. Ach, Maxim. Bring noch Maxim an die Front. Das ist ein MG 4234. Wann geht's los? Ja, den KW-8 reparieren. Ja, ich nehme einfach mit hier, ne? Soll's. War nicht viel, aber. Aber die haben einfach zu krass fertig gemacht, würde ich sagen. Hat sich auch gut geschlagen. E-34-85, Entschuldigung. Gab es nicht von dem KV... Entschuldigung. Von dem KV-1, das ist T-34, auch eine 85er-Version? Könnte das nicht das hier sein, vielleicht sogar? Das war ja das selber mit diesem Turmunterschied hier, ne? Kann das sein? Bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Ein T-34. 1944. Das ist derselbe wie der hier, ne? Ja. Jawohl. So, geh da mal reparieren. Du kannst da mal einsteigen. Bin mir da nicht immer nicht ganz so sicher, da so die krassen Unterschiede wirklich zu erkennen oder ob ich sie erkenne. Dafür seid ihr ja da. Ihr könnt das ja mal sehr gut alles auseinanderhalten. Also die ganz schweren Panzer haben sie aber nicht mitgebracht einfach, ne? So, es ist jetzt immer noch nicht so, dass man jetzt denkt so, okay, jetzt kommt der krasse Scheiß. Das ist nicht gegeben. Gut, jetzt war hier mal eine Katusha dabei. Aber das verstehe ich aber auch nicht. Ich hab die... Die ist doch gar nicht ganz kaputt gewesen. Schick doch nochmal ein Männchen dahin. Guck mal bitte nach, ob du ins Inventar gucken kannst. Ich will sie einfach nicht aufgeben. Ich will die haben. Kati. So, da muss noch ein Ostling rüber. Modell. Und was ist mit dir? Ja, dasselbe.
Oder das war der KV-1S, der beschrieben worden ist. Das kann natürlich auch sein. Weil ich finde, dass der hier viel kürzeres Rohr hat doch als der, oder? Na, ist es gleich. Aber er hier hat auf jeden Fall länger aus. CIS 53. Nochmal vergleichen. 53, ja. Das wäre cool, ne? Den KV-1 mit dem Turm vom T-34 als 85. Ich bin mir aber nicht so sicher. Ich musste da selber nachschlagen, was so ist. Aber ich glaube, vielleicht vertue ich mich da auch. Aber hier ist doch... Wieso... Hä? Befehl wird ausgeführt. Wieso lässt sich das nicht reparieren? Warte mal, ich mach mal manuell. Jawohl. Also normalerweise dürfte ich doch eigentlich nicht ins Inventar gucken können, wenn sich das Ganze... Wenn das ganze Gerät komplett zerstört wäre. Richtig? Richtig. Warum kann ich den denn dann nicht reparieren? Geht's los? Verstanden. Bereit. Wie lauten die Befehle? Ach, wie doof. Er wird mir auf der Karte ja auch nicht mehr angezeigt. Also er wird kaputt sein, er wird vielleicht buggy sein. Kann ja sein. Wird Kodios sein. Ja, geh du da rein. Da kannst du auch schon mal rein. Ja. Jetzt haben wir hier noch ein. Das sind dieses leichten Panzer, T-70. Hier vorne ist auch noch einer über. Ein Flammenpanzer hier, okay. Mal ein bisschen Spaß haben mit Flammenwerfer rumballern. Ne? Okay. Da könnte noch Spaß bringen. Ja, das war's. Scheiße. Ah, scheiße nicht, aber ein bisschen doof. Sogar zwei Fahrzeuge verloren. Achso, mein Flak-LKW. Na gut. Interessant. Nichts, was man nicht ersetzen kann. 3,8 Forschung, okay. Jetzt 4. Hätte ich schon mal die Hälfte vom Tiger, ne? Oder? 8, glaube ich, kostet. Ja. Oh, da haben wir schon die Hälfte vom Tiger dabei. Das ist doch ganz cool. So, haben wir mittlerweile auch ordentlich Auswahl hier. So, das heißt, du kannst raus. Du kannst auch raus. Schade, dass ich mal jetzt nicht mal in den anderen Forschungsbaum gucken könnte. So, das sind ja unsere drei Beutepanzer generell. So, das heißt, du kannst eigentlich weg, weil dich brauchen wir nicht nochmal. Oder? Dachte ich, schmeiß ich raus. Du gehst mit in die Versorgung. Das ist nämlich schön. Und den Flammenpanzer auch. Der muss repariert werden. Und danach ist das hier schon alles fertig. Dann können wir auf alle Versorgung gehen. Weit, weit. Sehr gut aus. Ja. Sehr geil. Da haben wir dann auch so ein Forschungsding. Das wird beim nächsten Mal natürlich wieder ein bisschen anders sein, wenn ich den Spielstand geladen habe. Aber genau so eine Mission werden wir dann als nächstes angehen. Und wie gesagt, sollte dem Tiger einfach nichts mehr im Weg stehen. Gut, Leute. Ich freue mich auf eure Unterstützung, auf eure Likes, auf eure Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.